got the magic, baby. A love in your smile, this world wants to take it. Don't let what's real escape you. You're far more important than they expected. You've got the power, baby, to dance on injustice there. Till the bus says, don't let them change your name. You were born for this moment. Get up and start the revolution. Herrlich, die Berge. Ich muss euch sagen, das war jetzt für mich so die erste E-Mountainbike-Tour. Ich habe vorher so einen kleinen Kurs gemacht. Zeige ich euch einfach mal, dass man das schon ein bisschen übt. Bremsen, balancieren. Einfach, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Das würde ich, glaube ich, auch jedem wärmstens ans Herz legen, der das erste Mal mit einem E-Mountainbike in den Bergen unterwegs ist. Und wir hatten da das Glück, in dem Hotel Hintersee, wo wir sind, die haben da einen eigenen Guide und einen eigenen Kennenlernpark, nenne ich es mal. Und habe ich mich danach schon viel sicherer gefühlt. Ich habe auch alle Hindernisse dann schon hinbekommen. Also ich war etwas begabt, sagen wir mal so. Hat mir gefallen. Und es sieht vielleicht leicht aus, aber wenn man mal hier so einen Anstieg mit 600 Höhenmetern macht, selbst mit E-Motor, das ist auch anstrengend. Und ich habe eher so ein bisschen das Arschproblem. Mir tut der Hintern weh nach ein, zwei Tagen. Aber herrlich, weil man kann an so einem Tag mal durchaus 60 Kilometer fahren, sieht dadurch relativ viel, ohne jetzt irgendwie an der Landschaft vorbei zu rasen, sondern ich finde es eine schöne Art und Weise, in den Bergen unterwegs zu sein. Wenn man so ein bisschen dann sich mit dem Bike auskennt, finde ich, ist es auch nicht gefährlich und man jetzt seine Grenzen nie überschreitet. Und ja, deswegen werde ich jetzt einfach mal weiterfahren. Mein persönliches Fazit, ein tolles Hotel, für mich auch so ein bisschen noch ein Geheimtipp. Es liegt in der Nähe vom Wolfgangsee, Mondsee, im Salzkammergut, Salzburger Land. Also schnell erreichbar, aber dadurch, dass es so ein Seitental ist, was endet, total ruhig gelegen, super modernes Hotel, was eigentlich allen alles bietet. Vor allen Dingen die Persönlichkeit, die Gastgeberfamilie, die ihn sehr herzlich hier willkommen heißt. Und vor allen Dingen, man kann ja auch wirklich viel machen. Und wenn man das erste Mal im Winter Skitouren gehen will oder mal E-Mountainbike ausprobieren, ist man hier an der richtigen Adresse, weil man einerseits quasi den Guide mitbekommt, der einen so eine Einführung gibt und ja, das Equipment schon, sehr gutes Equipment vorrätig hat.